er zu dir? Nur vorüber. Hey, Hank! Wie geht's dir, Mann? Das. Hey, ich hab einen ganz heißen Tipp für dich. Nummer 5 im Dritten. Der ist Blitzschneck. Der Gaul kann echt richtig rennen. Willst du was setzen? Dein letzter heißer Tipp ist ganz schön teuer für mich geworden, Pedro. Komm schon, das hier ist anders. 100% Garantie. 100%. Ja, klar. Ha. Okay, ich bin dabei. Verdammt gut! Hey, du wirst nicht bereuen. Was ist dein Problem? Kannst du nicht tun, was man dir sagt? Du kannst mir nicht hinterherrennen wie ein Hund. Oh. Mein Verhalten auf dem Polizeirevier tut mir sehr leid. Ich wollte nicht unhöflich sein. Oh, wow. Du hast sogar ein Arschkriecher Entschuldigungsprogramm. Die von CyberLife denken wirklich an alles, hm? Bitte sehr. Ah, danke, Gary. Ich verhungere. Vergiss das Ding nicht. Keine Chance. Der folgt mir überall hin. Siehst du? Ihr Essen enthält die 1,4-fache Menge ihres täglichen Kalorienbedarfs und doppelt so viel Cholesterin. Das ist nicht gut für Sie. Irgendwann sterben wir alle mal. Dieser Pedro, da ging es um illegale Glücksspiele. Habe ich recht? Ja. Und Sie haben gewettet? Ja. Möchten Sie irgendetwas über mich wissen? Scheiße. Nein. Tja doch. Warum siehst du so dämlich aus und klickst wie der letzte Arsch? CyberLife-Androiden sollen harmonische Beziehungen herstellen. Mein Äußeres und meine Stimme sind darauf ausgerichtet, meine Integration zu erleichtern. Tja, war wohl nichts. Ich habe eine persönliche Frage, Lieutenant. Warum hassen Sie Androiden so sehr? Ich habe meine Gründe. Möchten Sie erfahren, was wir über Abweichler wissen? Aber sicher doch. Weiter. Wir vermuten eine Art Mutation in der Software einiger Androiden, die zur Nachahmung menschlicher Emotionen führt. Klartext, bitte. Sie können nicht wirklich fühlen, sondern erhalten irrationale Anweisungen, die unberechenbares Verhalten auslösen.
Emotionen machen nichts als Ärger. Die Androiden ähneln uns doch mehr als gedacht. Schon mal mit Abweichlern zu tun gehabt? Vor ein paar Monaten. Ein Abweichler wollte mit einem kleinen Mädchen vom Dach springen. Aber ich konnte sie retten. Oh, du hast bestimmt deine Hausaufgaben gemacht. Und hast jetzt alles über mich rausgefunden. Ich weiß, dass Ihr Abschluss exzellent war. Sie haben viele Fälle hervorragend gelöst und wurden der jüngste Lieutenant in Detroit. Ich weiß auch, dass Sie in den letzten Jahren häufig abgemahnt wurden und Sie verbringen viel Zeit in Bars. Und was schließt du daraus? Die Arbeit mit einem Officer mit privaten Problemen ist eine Herausforderung. Aber Anpassung an menschliche Fehlbarkeit ist eine meiner Funktionen. Mir wurde ein mutmaßlicher Abweichler gemeldet. Nur ein paar Blocks entfernt. Wir sollten nachsehen. Essen Sie in Ruhe auf. Ich bin im Auto, wenn Sie mich brauchen. Connor, sind deine Batterien etwa leer? Tut mir leid. Ich habe CyberLife Bericht erstattet. Und willst du da etwa im Aufzug stehen bleiben? Nein. Ich komme. Was wissen wir über diesen Kerl? Nicht viel. Ein Nachbar hat berichtet, dass er seltsame Geräusche auf dieser Etage gehört hat. Die Wohnung sollte unbewohnt sein, aber der Nachbar sagte, er habe hier einen Mann gesehen, der eine LED verbarg. Oh Mann, wenn wir jetzt auch noch jedes seltsame Geräusch untersuchen sollen. Brauchen wir echt mehr Cops. Hey, hast du vorhin im Aufzug wirklich einen Bericht abgeschickt? Korrekt. Ist jemand zu Hause? Aufmachen, Detroit Police! Bleib hinter mir. Verstanden. Was zur Hölle ist das denn? Ah, Scheiße, wie das hier stinkt. Tja, wir sind umsonst gekommen. Unser Mann ist weg.
Seine LED ist im Waschbecken. Natürlich war es ein Android. Ein Mensch hätte diese Scheißtauben nicht ertragen. Irgendeine Idee dazu? RA9. Und zwar 2471 Mal. Das gleiche Symbol hat Ortiz Android an die Duschwand geschrieben. Warum sind sie so besessen davon? Sieht aus wie Labyrinthe oder sowas. Echte Bücher. Ich dachte, ich wäre der Letzte in Detroit, der noch welche hat. Ja. Bye. E-Books kann man das Papier nicht riechen. Und die Seiten vergilben. Du hast keinen blassen Schimmer, wovon ich rede. Was gefunden? Ich weiß nicht. Wohl eine Art Notizbuch, aber es ist nicht entzifferbar. Ah.
Ach du Scheiße. Das ist meine Schuld. Ich war zu langsam. Du hast ihn wegen mir nicht erwischt. Ist schon gut. Wir wissen, wie er aussieht. Wir finden ihn. Hey, Connor. Nichts. Thank you.